DDR-Zeitalter. Deine Hobbyhurenmutter schmuggelt in den 80er Jahren Bananen von West-Berlin nach Potsdam. Eines Tages kam nicht die ganze Lieferung an. Frage, wie viele Bananen verschwanden im Arschloch deiner Mom? Physik, Kinematik und Dynamik. Du rennst weg vor 10 Hooligans mit konstanter Geschwindigkeit von 25 km/h. Die Geschwindigkeit der Hooligans ist ebenfalls konstant. Der Abstand zu dir beträgt 10 Meter. 2 Minuten später beträgt der Abstand nur noch 2 Meter. Frage. Frage. Wie schnell sind die Hooligans ihren frisch polierten Nikes? In welcher Zeit erwischen sie dich und treten auf dich ein? Die Geschwindigkeit der Hooligans beträgt 25,23 Kilometer die Stunde und ab dem 8. Meter brauchen sie nur noch 30 Sekunden. Digga, mit diesem Wissen kannst du überleben. Hier im Kiez, hol lieber Steinpulk raus und mach dir ein paar Notizen. Biologie, Sexualkunde. Ich ficke deine Mutter 2,5 Stunden, nehme sie von hinten wie Hunde, bearbeite sie mit 3 Kondomen, 1 davon ist im Arschloch verschwunden. Frage! Wie viele Orgasmen hatte deine Mutter und wann hat sie das Kondom wieder gefunden? Ich bin Professor Fresh Polacke. Wenn ich deiner Mutter in die Arschbacken wichse, wie viel Sperma ist in ihrer Arschritze? Unendlich viel, so wie die Zahl Pi. Man sagt, in der Zahl Pi ist die Geschichte des Universums geschrieben. Man sagt, in der Zahl Pi ist jegliches Wissen, das es gibt, kodiert. Falls Wissenschaftler irgendwann mal die Zahl Pi analysieren und den Sinn der Zahlenfolge identifizieren und die Antwort auf alle drin kodierten Fragen dechiffrieren, werden sie knallhart registrieren, dass da sogar steht, dass der Nerd gegen Fresh Polacke verliert am 15.01. am Schlesischen Tor in Berlin. Die polnische Fahne, ich knock dich aus mit nem rechten Haken. Ich stech dich ab wie skrupellos in Gefängnistraktien mit selbstgebastelten Waffen. Heute wirst du rasiert wie deine verdreckte Glatze. Kurwa. Ja, du bist krass, Kurwa. Du erwähnst es auf deinem Mixtape immer und immer wieder. Ja, Pierdolle, Kurwa. Und was steht da? Chronic? Ja, auch ich darf mir mal einen Hänger erlauben. Transformation, Reproduktion, Fresh Polacke, Aktivierung, Terminierung, Mutterficken-Modus, Scheiße, Kurwa, ich muss weiter meine Text finden. Ja, jetzt habe ich es wieder. Mighty Mo ist so, pass auf, Kurwa, er lebt den Straßenshit. Mighty Mo ist so Baba und so krass, er raucht draußen sogar Tabak aus dem Knast. Ihr fragt euch, wie das geht? Ja, ihr fragt euch, wie das geht? Man mag es kaum glauben. Er ist so ein Asi, er ist so ein abgepackter Haufen. Anstatt seinen Kumpel Tabak in den Knast zu schicken, schicken seine Kumpels den Knast Tabak nach draußen. Dicker, deine Mutter heißt Ilse, keiner will sie. Und da vorne chillt sie, da vorne an der Treppe. Sie ist eine ganz nette. Wenn man sie nett fragt, lutscht sie auch den Pimmel auf der Toilette. Aber sie macht es nicht ganz umsonst, deswegen behaltet die grünen Falschjetons. Und warum ich so oft Mütter ficke, du dreckige Ratte? Ich bin Professor Dr. Fresh Polacke. Dicker, ich hab Battle Rap Abitur, 1 mit Plus. Ich hatte deine Mutter ficken, Leistungskurs. Aber zeig lieber noch mal das T-Shirt, weil ohne das, ja, Pirdolle. So. Ich war Battle Rap Universität für Battle Rap mit Aggressivität. Erste bis vierte Semester bekam ich Blowjobs von deiner niedlichen Schwester. 2 Jahre später, 5. bis 6. studierte ich den Aufbau behinderter Sätze und Texte, mit denen ich Rapper wie dich einfach so zerfetze.